Ja, noch so eine Merkhilfe. Merkhilfe meine ich, wie man sich aus Kunstwörtern Sachen ganz schnell merkt, aber die Kunstwörter sich schnell merken kann. Guckt mal, ich werde hier links noch anfügen. Also links, die haben dieses I, das steht immer hier oben. Und dann erscheinen auch die Teaser hier, also diese Spruchbänder, und da steht drin, um was für einen Link es geht. Ihr könnt da ruhig raufklicken. Dieses Video wartet hier, das ist nicht das Problem. Aber jetzt zurück zu der Regel. Wie kann man sich die Monate mit 30 Tagen, bis auf den Februar, das wissen wir, der hat 28 oder 29, wie kann man sie sich gut merken, ohne an den Händen abzuzählen und dann doch falsch rum anzufangen und so weiter und so fort. Ich habe das mal von einem alten Mathelehrer kennengelernt. Von dem hatte ich übrigens auch den Strahlensatz schön gelernt. Mal sehen, vielleicht mache ich auch den Link dazu hin. War ganz lustig, der hat immer gesagt, Ditte verhält sich zu Ditte, wie das Ganze zu dem da. So. Kam aus Berlin. Aber ein toller Mathelehrer, bei dem habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Vor allem in den unteren Klassen. Gut, der hat uns folgendes Wort beigebracht. Abjunsinu. Achtung, Jun. Das hat er ganz besonders betont. Er hat es vielleicht unbewusst getan, dieses Jun zu betonen. Ich komme dann gleich nochmal drauf, weshalb das so wichtig ist. Wenn ich mir dieses Wort merke, Abjunsinu, weiß ich April, Juni, September und November. Das sind die mit den 30 Tagen. Hier steht es nochmal, Abjunsinu. Jetzt nochmal zum Rhythmus. Wir Menschen mögen Rhythmen. Wir klopfen mit den Fingern oder tippen mit dem Fuß auf, wenn eine schöne Musik erscheint und so weiter und so fort. Wir merken uns gerne Dreiergruppen von Worten, Fünfergruppen und Siebenergruppen von Worten. Oder von Zahlen, das geht auch. Aber in diesem Fall, guckt mal, wer sich ein bisschen mit Musik auskennt, ich nehme mal hier eine Achtelnote. Hier zwei Achtel, hier noch eine Achtel und hier wieder zwei Achtel. Macht immer drei. Ab, ju, hun. Ne, das sind die beiden. Senoho. Wenn man, also wenn ihr euch solche Worte zusammenbastelt, egal ob das jetzt sowas ist oder was anderes, achtet immer auf einen Dreierrhythmus. Wenn ihr einen Dreierrhythmus oder einen Fünferrhythmus am liebsten, sieh mal schon seltener, wenn ihr solche Rhythmen findet, also solche Worte meinetwegen tralala und nicht tralla oder tralalala. Oder tralalalala. Oder. Wenn ihr solche Rhythmen findet, die entweder dreisilbig sind oder fünfsilbig, dann ist es am besten. Bastelt euch also die Betonung so zusammen, dass das auch hilft, wenn ihr euch solche Wörter schon bastelt. Wie die ganze Methode funktioniert, habe ich hier eigentlich schon erzählt, aber was es noch andere für Methoden gibt, werde ich dann hier oben wieder bei den Links anfügen. Beziehungsweise jetzt zum Schluss müssten hier Links erscheinen, sodass. Ich hoffe, dass ich euch wieder eine kleine Hilfe gegeben habe. Wie kann man schneller und effektiver lernen, ohne sich riesige Dinge zu merken? Gut, ich wünsche euch viel Freude dabei. Macht's gut, tschüss.